Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler und das ist mein neuer Flugzeugträger. Die Hosho mochten ja viele wohl nicht. Und ja, jetzt haben wir die Tsuhiyo. Tsuhiyo! Wir haben eine Staffel mehr, wir haben aber nur eine Jagdstaffel und eine Torpedostaffel, dafür zwei Bomberstaffel. Das ist das einzige Neue ist. Die Bomberstaffel treffen fast immer, würde ich behaupten. Drehen uns erstmal. Dafür machen die weniger Schaden als Torpedos. Und ich kann irgendwie besser spielen mit zweimal Torpedo, finde ich. Einmal ist irgendwie kein Mal. Und die Bomber sind auch immer nice eigentlich. Ja, dann helfe ich dir nicht. der andere Kollege von uns, der fliegt eine, fährt eine Hosho. Wir kämpfen gegen einen Tsuhiyo und Lenglei. Na toll. Das heißt, die haben wahrscheinlich die besseren Jäger. Ja klar, ich habe ja genau dieselben Scheißjäger wie der Kollege von der Hosho. Na, er startet gleich alles. Ich bin da. Weil so ein paar Bomber können wir ja schon mal. Komm. 3, 4, 5. Hier haben wir schon mal was freigelegt. Oder er zumindest. Ah, da kommt nämlich der feindliche Anlass durch. So. 3, 4, 5. Da lang. Und ich helfe ja mal. Fliegen mal den Typen hinterher. Genau, macht die Torpedodinger, Flugzeuge weg. Die nerven. Vielleicht locken wir auch eine Jagdstaffel an. Perfekt. Da können wir gleich kommen. Zwei Jagdstaffeln gegen zwei Jagdstaffeln. Na, aber nicht hier drüber. Nicht über den Zerstörer. Emerald ist kein Zerstörer, ist ein Kreuzer. So. Hier auf den gehen wir drauf, genau. Lasst euch mal kurz alleine. Geht der so? Ziel erreicht. Wie konnte man das hier drehen? Das habe ich mir für vergessen. So, Ideallinie. 5. Ideallinie. 3. Kommt schon. Wo bin ich denn? Upsala. Ich glaube, wir sind gerade im Kampf, ne? Ja. Ein Torpedotreffer, super. Aber ich will gucken, dass ich hier die gleich wegschicke. Los, Jagdflugzeuge. Gut. Zurück. Ein Jagdflugzeug haben wir bisher verloren. Das geht ganz gut eigentlich. Ein Torpedotreffer. Ja, wir haben ihn trotzdem nicht doll erwischt. Das ist ja ein bisschen schade. Aber der kriegt gleich noch einen vom Kollegen. Na gut. Mäßige Ausbeute. Boah, unser Torpedo Jagdstaffel hat schon zwei Flugzeuge verloren. Unschön. Aber ich dachte mir, ich greife den mal seitlich an, weil der war ja da alleine und na gut. Vielleicht hat die V-170 noch Munition für einen Schuss. Ah, ich glaube die V-170 ist gleich weg. Ja. Schade. Ja. Oh, ein, zwei Treffer.
hat, glaube ich, auch den zerstört. Es könnte das Schiff gewesen sein. Jagdshuffle 2 ist fertig. Dann Abmarsch. Ah, er biegt ab. Jetzt muss ich raushauen hier. Punkte machen. Das muss laufen wie ein Uhrwerk. Scheiße. Wir müssen ihn aufdecken. Unser Torpedoflugzeug. Scheiße, feindliche Jagdschaffe. Fuck you. Hat er mich erwischt? Obwohl, den Dreier gefällt mir jetzt hier schon fast besser. Da kann er kaum dich wegdrehen. Ah, ich brauche Hilfe. Meine Jagdstaffel wird gefickt. Entschuldigung, ich wollte nicht schimpfen. Ah, ich fluche immer zu sehr bei dem Spiel. Ja, das war unsere Jagdstaffel. Dahin ist sie. Ah, mal einen Schluck Wasser trinken. So, ein bisschen anpassen. Ah, haben schon wieder ein Torpedo. Ja, das war's. Der nimmt uns die Flugzeuge auseinander. Und er biegt ab, die Sau. Ah. Schade. Also, sobald ich genug Punkte habe, werde ich das so upgraden, dass ich halt die Bomber loswerde. Also, wenn ihr meint, Bomber sind besser, vielleicht gibt es ja bessere Bomber, die nächsten, die man freischalten kann. Dann sagt's bitte, schreibt's in die Kommentare, weil ich würde sonst wieder auf Torpedos gehen. Autopilot aktiviert. Help, okay. Achso, war zu spät, scheiße. War doch mein Kollege hier. Ja, das ist halt die Jagdstaffel der Langley. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gebalanced ist oder ob das gewollt ist. Ich meine, die Jagdflugzeuge von der Langley sind... Die haben einfach mehr. Ich glaube, die haben 6 pro Staffel und wir haben nur 4. Okay, jetzt haben wir nur noch 3. Das ist meine letzte Jagdstaffel, die wir haben. Dann sind die weg, ne? Torpedos haben wir auch keine mehr. Jagdflugzeuge, also in Reserve. Wir haben nur noch Bomber in Reserve. Hier, und der fliegt doch schon wieder... Macht er das absichtlich? Fliegt er da hin? Der fliegt nicht hin. Toll. Opfer ich jetzt meine Flugzeuge. Vielleicht hilft er uns ja. So. Jetzt müsste 6 gegen 3, 6 gegen 2. Dann hat die feindliche Hoshu vielleicht auch keine Jagdflugzeuge mehr. Aber ich glaube, wir hatten schon mal Jagdflugzeuge zu... Ah, scheiße. Vorher verliere ich nochmal meine. Ja, das war's. So. Ziel erreicht. Torpedos raus. Zahlen keine Miete. Muss weg. Ach, scheiße. Ach, nee. Hier ist auch noch... Ach so, die sind noch am Kämpfen. Alter, das gibt's doch nicht. Wir waren doch in Überzahl. Warum verreckt er nicht? Ja,
Alter, wir waren in Überzahl. Der muss doch mal verrecken. So. Ah, ich weiß, die Zerstörer hier zu kriegen ist ein bisschen schwer, aber es ist nichts mehr da. Die, die kriegen es wohl nicht hin. Herzlichen Dank. Autopilot aktiviert. Mal ein bisschen weg. Ach, toll. Torpedo ist schon fast im Arsch. Ein Treffer. Wuhu. Bomben haben nicht getroffen. Gut, Torpedostaffel sind jetzt auch nur noch zwei. Bringt jetzt nicht so viel. Ihr müsst ja nur einmal draufzimmern, ne? Also. Dann ist er weg. Ja, dran. Oh! Gegnerischer Zerstörer gesunken! Naja. Jetzt nur noch den nächsten da. Schicke ich mal eine Bomber drauf, vielleicht treffen die was. Scheint noch einer zu sein im Nebel. Ein Zerstörer. Komm, starten und Spaß haben. Bisschen anpassen zwischendurch. Damit die Eier besser fallen. Hier kommt als erstes. Nicht gegensteuern. Bleib mal, wie du bist, mein Freund. Du willst die Eier haben. Das sind gratis Ostereier. Gut, er brennt. Und die nächsten gratis Ostereier. Na, hat's zerlegt. Dann komm her. Wegpunkt erreicht. Ziel erreicht. Mal einer muss da ja noch irgendwie rumfliegen. Vielleicht decken wir den mal auf, aber wir haben eh nichts mehr in der Nähe, die sind ja alle weg. Der Kreuzer, der bei uns hier war, ist zerstört und wahrscheinlich das Schlachtschiff verpisst sich da gerade. Ja, toll, wir sehen nicht, wir kriegen Feuer. Fuck you, ey. Hm. Wo bist du? Na gut, nichts haben. Dann aufs Schlachtschiff. Weil die will ich nicht mitnehmen, die Bomben. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ach, das gefällt mir alles nicht. Haben nichts mehr zu verlieren. Gehen wir schon mal ein bisschen Autopilot aktiviert. In die Richtung. Jagdstaffel 3, Jagdstaffel 4. 5 zurück. König brennt. Na, ich hoffe, unser Schlachtschiff hier nimmt die Basis da mal ein. Unsere König. Darum die aufhalten hier. Der bringt eh nur zwei Torpedos. Also ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwie damit stören könnte. Die kann da wunderbar aus manövrieren. Aber so lenken wir ihn vielleicht ab von der anderen König. Das ist jetzt nur reine Ablenkungsmanövergeschichte hier. Vielleicht können wir doch ein bisschen so machen. Ja, da kommt schon das Abwehrfeuer. Da kommt seine da kommt die amerikanische Jagdstaffel. Das sind 6 Flugzeuge, die sie haben. Das ist fies. Bomber. Torpedos kommt gut. Einer müsste treffen. Einer müsste treffen. Hat getroffen, aber nicht versenkt. Schade. So, nächste Bomberstaffel-Einheit. Die wurden entdeckt. Das ist Wumpe.
Ah, fuck you, da ist er. Da ist er, den ich gesucht habe, die Nicholas. Hallo, Nicholas. Und er ist weg, ich habe ihn nämlich zerstört. Und wir sind demnächst in Torpedo-Reichweite. Dann biegen wir doch mal hier ab. Gefecht endet in 5 Minuten. Ja, hat uns gesehen. Einmal Überraschungseier da fallen lassen. Alles raus. Schade, nicht getroffen. Er zerstört zwei Jagdflugzeuge von ihm. Na gut, wir brennen ein bisschen. Ja, die Jagd, unsere Bomben haben natürlich Abwehrfeuer. Aber dass wir da ein, zwei Jagdflugzeuge von killen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gott sei Dank haben wir noch Bomberreserve. Na, Flak bringt nichts. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, Ideallinie, aber nichts getroffen. Schade. 4 zurück. Aber wenn einer hier auf uns jagt, ist er auch ganz okay eigentlich. Denn dann kann er keinen Punkt einnehmen. Und wir brennen wieder. Ah, könnte ich hier landen? Schade. Jetzt stürzt mich. Wenn wir die nicht bald in die Luft kriegen, gehen wir in die Luft, verdammt. Ach komm, komm. 44 Sekunden sind so lang. Wir müssen noch aushalten. Wir dürfen nicht sterben. 30. Oh, komm. Geh doch mal aus mit diesem Kackfeuer. Du dreckiges Feuer, du. Oh, 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 oh. Es ist aus und wir leben noch. So, wir fahren mal gleich weiter, Junge. Komm mal her. Zack, zack, zack. So, alles raus. Alles raus. Wir müssen unseren Kollegen helfen. Der gut ausmanövriert. Zack. Warum ist die Musik alle? 35 Punkte noch. Vielleicht kriegen wir den ja noch. So wird's gemacht. Oh, das wird was. Das wird was. Oh. Ist er dann vorbeigefahren? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, wir haben es geschafft. Haben noch überlebt. Also es war sehr knapp. Ach ja, das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Zurzeit gibt es ja gerade Sharks gegen Falcons. Und natürlich, wenn man gewinnt und gegnerische Schiffe zerstört, gibt es Punkte. Und dafür kriegt man zusätzliche Kisten. Und in den Kisten, wenn man Glück hat, bekommt man Kohle. Und mit der Kohle kann ich ja gleich zeigen. Yeah, zum Hafen. Ja, gespielt. Nee. Ich bleib bei den Haien. So, mit der Kohle können wir im Arsenal. Ist ja nicht unwichtig. Können wir nämlich hier, mit Kohle können wir nämlich hier Premium-Schiffe freischalten. Haben sich die gewechselt? Ist das teurer geworden? Da hatten sie noch vor ein, zwei Tagen anderes drin. Also die beiden Schiffe waren auf jeden Fall drin. Aber das hier für 25.000?
Ihrer? Naja, wir haben nicht viel Kohle, wir haben da halt nur 12.000. Und ja, wenn man. Ich finde es gut, dass es andere Möglichkeiten gibt, an Premium-Schiffe ranzukommen, außer mit echt Geld oder sonst irgendwas. Ich finde es immer gut, wenn man sowas erspielen kann. Und ja, ist so ein langer Weg bis zum Stufe 4. Oder vielleicht sollte ich doch eher auch sparen für das französische Schiff. Aber ich weiß nicht, wie lange die Aktion geht. Die geht da, glaube ich, schon 4-5 Tage. Wenn ich das hier aufnehme, sind es, glaube ich, schon 5 oder 6. bis ich es hochgeladen habe. Und ja. Na gut, man kann mit Kohle auch Flaggen kaufen. Weiß nicht, ob das so Sinn macht. Kriegt man ein bisschen EP und so. Aber habe ich mich noch nie so interessiert für. Achso, gibt noch mehr Schiffe, die man kaufen kann. Achso, was ist das denn da? Stahl. Ja, Stahl habe ich noch nicht bekommen. Keine Ahnung, wo man das herbekommt. Wie man das herbekommt. Das weiß ich bisher auch noch nicht. Sie haben einen Coupon. Diese Kategorie, okay. In den her. Ach, das habe ich wohl gesehen. 19.000. Ah. Stufe 3. Gibt auch ein paar Schiffe, haben wir gezeigt. Ich finde dieses Schiff deutlich besser als die Hoshu. Man kann es aber, was ich auch möchte, definitiv. Ne, bin ich nicht falsch. Module. Hier, wenn man das aufrüstet, dann verlieren wir eine Sturzbomberstaffel und kriegen eine Torpedostaffel. Ah, haben wir genug Erforschungspunkte. Ja, machen wir das gleich. Ja, boah, 52.000. Gut, haben wir gemacht. Und als nächstes hole ich mir dann die besseren Jagdstaffeln. Wird aber, glaube ich, nicht mehr. Das sind wahrscheinlich genauso auch 4 Flugzeuge. Was kriegen wir hier? Da verbessern wir unser Schiff noch. Okay. Ja, so viel zur, nee, nicht Hoshu. Die heißt ja, Tsuyu. Oder so etwa, ähnlich. Ich versuche, den Namen vernünftig auszusprechen. Ich finde immer krass, wie die Dinger hier ausgebaut sind. Ne? Hier hat man hinten richtige Schiffe drauf. Das sind ja keine kleinen Paddelbötchen. Das sind ja richtige Schnellboote. Oder hier, da passen noch locker 50 bis 100 Mann drauf. Ich finde das richtig nice. Wenn das noch besetzt wäre mit kleinen Männchen, dann wäre das noch richtig hübsch. Aber ich denke mal, das machen sie absichtlich nicht. Damit man es so ein bisschen aus der Realität ein bisschen ferner betrachtet, denke ich mal. Keine Ahnung. Oder es einfach schlecht zu animieren. animieren. Na egal. Ja. Dann war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen, wie ich dieses Schiff steuere und die Jagdstaffeln bediene. Ich muss noch ein bisschen mehr üben, was den Flugzeugträger angeht. Aber die machen irgendwie Spaß, finde ich. Ist ein anderes Spielgefühl, als wenn man mit einem Zerstörer oder Kreuzer oder Schlachtschiff spielt, aber macht Spaß. Gut, ansonsten lasst ein Abo da, lasst ein Like da, klingelt auf die Glocke, whatever. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.